Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich möchte euch heute meine aktuelle Hautpflege zeigen, denn da hat sich doch einiges in letzter Zeit verändert. Wenn ich so im Vergleich schaue zu den alten Videos, die ich eben vor einem Jahr und noch länger hochgeladen habe, da hat sich wie gesagt einiges verändert und vielleicht könnte das auch interessant sein für all diejenigen, die schon ein bisschen reifere Haut haben. Vielleicht möchtet ihr euch da ein paar Infos rausziehen, was ich gerade anders mache, was ich umgestellt habe. Und wenn euch das also interessiert, dann bleibt gerne dran. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Das geht ganz einfach. Ihr klickt einfach den Button abonnieren, dann klickt ihr das Glöckchen und schon verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich lade einmal in der Woche ein Video hoch, immer sonntags um 18 Uhr. Und jetzt starten wir mit dem Video. Wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, dann wisst ihr, dass ich in Sachen Hautpflege in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht habe. Ich bin 46 Jahre alt. Das heißt, auch nicht mehr ganz so jung und die ersten Fältchen sind auch schon bei mir in den Startlöchern. Zum Beispiel hier kleine Krähenfüße, hier oben habe ich Stirnfältchen, hier auch diese Zornesfalte. Das kommt alles so langsam und ich habe früher beispielsweise immer mit sehr, sehr, sehr vielen Serien und Produkten in einer sehr aufwendigen Reihenfolge meine Haut gepflegt und ich habe das aktuell umgestellt. Warum habe ich das Ganze umgestellt? Eigentlich aus dem Grund, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich gebe es ehrlich zu. Ich habe ja meistens angefangen mit einem Toner. Dann habe ich ein Serum aufgegeben, entweder morgens ein Vitamin C und abends dann ein Retinolprodukt. Und jeden Tag auch irgendwas anderes, damit sich die Serien eben nicht überschneiden und eben jeden Tag ein anderes Serum genutzt werden kann. Nach den Serien habe ich dann ein anderes Serum aufgegeben, was eine etwas milchigere Konsistenz hatte, also eher schon so wie eine Lotion war. Und dann erst habe ich eine Hautpflege aufgegeben. Ihr seht, das waren schon viele, viele Steps und wie gesagt, jeden Tag habe ich ein anderes Serum benutzt, beziehungsweise morgens ein anderes als abends etc. Und da waren dann schon auch viele Produkte bei mir im Badezimmer gestanden. Das hat mich alles auch so ein bisschen angenervt und ich hatte einfach in den letzten Monaten keinen Bock mehr, extrem aufwendig zu pflegen. Dann ist mir auf Instagram mehrfach ein Produkt angezeigt worden. Das ist ein Serum gewesen von After Inject, was eben auch viel Verbesserung der Haut versprochen hat, gerade eben in Sachen Fältchen, dass Fältchen sehr stark bekämpft werden können etc. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach schon keinen Bock mehr, so viel Zeug in meinem Gesicht zu benutzen. Mich hat dann zufälligerweise die Gründerin von der Firma After Inject angeschrieben, ob ich denn nicht Lust hätte, das Serum mal zu testen. Und erst habe ich so überlegt, oh, so viel Zeug wollte ich eigentlich nicht mehr, aber dann dachte ich, naja komm, ein Serum kannst du ja eigentlich mal ausprobieren. Und dann hat sie mir das zugeschickt. Ihr wisst, ich zeige euch auf meinem Kanal nur Produkte, die ich sehr gerne mag, die ich auch ausgiebig getestet habe und die ich euch guten Gewissens empfehlen kann. Ich muss das nicht machen, ich muss hier nichts verkaufen. Ich habe einen Hauptjob, den ich in Vollzeit betreibe und von dem ich eigentlich leben kann, also von dem ich komplett hier ausgesorgt habe. YouTube ist für mich tatsächlich nur ein Hobby und ein nice to have, wenn es was dafür gibt. Deswegen nur nochmal für euch zur Info, ich mache hier keine Werbung einfach, um euch was aufzuschwatzen, sondern ich zeige euch Produkte, die ich persönlich gut finde. Und wie gesagt, ich habe von der Firma After Inject dieses Serum bekommen, schaut im Übrigen so aus. Und dieses Serum habe ich jetzt auch ein paar Mal getestet und ich muss wirklich sagen, das ist ein echter Game Changer. Ich muss gestehen, ich habe es nicht so erwartet, wie es dann doch passiert ist. Aber vielleicht einfach mal der Reihe nach. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich momentan meine Produkte, die wenigen, die ich hier vor mir stehen habe, verwende. Als erstes benutze ich einen Toner. Da benutze ich momentan den Liquid Illuminator von Nose Cosmetics. Das ist dieser hier, den kennt ihr auch bestimmt. Den kriegt ihr schon überall in der Drogerie, also bei DM, Rossmann, Müller. Und den benutze ich grundsätzlich, um mein Gesicht schon mal vorzubereiten. Ich finde, wenn man einen Toner vor der Hautpflege benutzt, dann kann die Hautpflege hinterher besser in die Haut eindringen. Und ich finde immer so, die Haut ist einfach ein bisschen besser vorbereitet für das, was dann folgt. Ich gebe mir also so ein paar Tropfen auf meinen Handrücken und gebe das dann im Gesicht auf. Nach diesem Toner gebe ich jetzt ein Serum auf. Und zwar dieses Serum, was ich vorhin erwähnt habe. Das ist das After Inject Natural Botulin Serum. Wie gesagt, schaut so aus. Ist ein wirklich sehr schönes, schlichtes Packaging. Ist nämlich ein Milchglasfläschchen. Hier mit so einer Pipette dran. Ist sehr hochwertig verarbeitet. Ich finde, es sieht im Badezimmer auch einfach gut aus. Aber
Für mich geht es ja nicht um das Optische im Bad, sondern was es nachher auf meinem Gesicht macht. Und dazu erzähle ich euch jetzt einfach mal so ein paar Sachen zu dem Serum. After Inject ist also eine Marke, die medizinische Kosmetik herstellt. Und die Produkte werden bei denen in Hamburg, also Made in Germany, direkt von einem kleinen Labor hergestellt. Und die Wirksamkeit ist also auch in der Studie nachgewiesen worden. Die Produkte wurden in Zusammenarbeit mit zwei Ärzten hergestellt, nämlich einem aus der USA und einem aus Deutschland. Die Produkte sind vegan und auch tierversuchsfrei, was ich sehr schön finde, denn es musste also kein Tier leiden, um hier in irgendeiner Form Tests zur Wirksamkeit zu bestätigen. Kommen wir mal zu den Inhaltsstoffen und was dieses Serum hier denn eigentlich kann. Die Natural Botulin Produkte haben eine ähnliche Wirkung wie Botox, nur dass man eben nicht zum Arzt gehen muss und das Ganze spritzen lassen muss. Das finde ich ziemlich toll, denn somit ist es leichter für uns, ein schönes glattes Gesicht zu bekommen, ohne aufwendigen Gang zum Arzt und eben ohne Spritzen. Das Serum hier kann im Übrigen auch eine bereits indizierte Botox-Injektion verlängern. Also sprich, wenn ihr da schon mal Botox habt spritzen lassen und ihr benutzt dieses Serum dazu, dann wirkt das Botox eben länger in eurem Gesicht und ihr müsst es nicht so schnell auffüllen lassen. Enthalten ist hier in dem Serum ein sehr, sehr hochwertiges Peptid. Das ist nämlich das Syn-Ake, das eben also dann auch ähnlich wie dieses Schlangengift, also sprich Botox, wirkt und entsprechend die Haut glättet. Wenn man also hier das Serum aufträgt, dann hat das Ganze so ein bisschen einen Weckruf in der Haut ausgelöst, der quasi die Kollagenproduktion im Gesicht ankurbelt. Weitere Bestandteile von dem Serum sind Spilanthol, Argirelin und Matrixyl. Sind also insgesamt vier Powerwirkstoffe, die hier wirklich was für eure Haut tun. Und die sind sehr, sehr hochwertig. Im Übrigen, weil das Ganze hier auch Kollagen ankurbelt, ihr wisst, ich habe euch kürzlich mein Gerät gezeigt, dieses RF-Gerät von Current Body. Wo habe ich es? Hier habe ich es. Das ist also, wie gesagt, das RF-Radiofrequenzgerät von Current Body, was ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Habe ich euch ein ganzes Video drüber gemacht. Und da wird ja auch eben durch Radiofrequenz die Kollagenproduktion angekurbelt. Ich benutze dieses Gerät ja 2 bis 3 Mal wöchentlich. Und wenn ich dann danach dieses Serum aufgebe, Leute, ich habe noch nie einen so schönen Effekt auf meiner Haut gesehen. Kein Witz. Das ist richtig gut. Und die Kombi eben aus diesen beiden Produkten, das macht einen richtig großen Unterschied. Also so richtig, richtig. Da merke ich direkt danach, wie meine Haut sich das richtig schön aufpolstert. Also das Serum hier, das ergänzt sich richtig gut mit dem RF-Gerät. Das nur mal so nebenbei. Und wie gesagt, ich benutze das Produkt jetzt hier, also dieses Serum, fast täglich seit einigen Monaten. Und ich muss auch echt sagen, es hat sich in meiner Haut grundsätzlich einfach ein bisschen was verbessert. Ich mache es immer 2 Mal am Tag, also einmal morgens, einmal abends, direkt nach dem Toner, wie ihr jetzt gesehen habt. Ich gebe mir da einfach 2 Tröpfchen auf die Handfläche, mehr brauche ich davon nicht. Und dann gebe ich mir das einfach kurz ins Gesicht. Ich habe ja wirklich schon sehr, sehr viele Produkte für die Hautpflege getestet, egal ob im High-End-Bereich oder eben im Drogeriebereich. Ich habe wirklich ja schon sehr, sehr viel auf meiner Haut gehabt. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Serum hier von After Inject, das hat für mich bisher am meisten bewirkt. Das hat also wirklich hier sehr schön meine Fältchen ausgeglichen. Ich muss auch sagen, die Haut fühlt sich sehr, sehr gepflegt an, wenn ich es aufgetragen habe. Ich fühle mich sofort so ein bisschen... Ja, es fühlt sich einfach so ein bisschen aufgefüllt an, es fühlt sich ein bisschen frisch an und ich habe so das Gefühl auch, meine Haut ist so ein bisschen aufgepolstert. Und ich finde auch, wenn man es auf lange Zeit benutzt, dann sieht man auch ganz deutlich eben, dass es eine Verbesserung hier im ganzen Fältchenbereich bei mir gegeben hat. Das ist im Übrigen auch schon meiner Freundin aufgefallen, die hat mich nämlich letztens gefragt, was ich mit meiner Haut gemacht habe, ob ich irgendwas anders mache aktuell. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe umgestellt, ich benutze aktuell weniger Produkte. Und ich habe ein Produkt gefunden, was ich ziemlich gut finde. Und dann habe ich ihr eben auch von After Inject erzählt und sie hat es dann auch gleich für sich bestellt und hat tatsächlich auch die gleichen Effekte nach der Nutzung festgestellt. Nämlich bei ihr auch, dass sich die Fältchen ganz, ganz deutlich verbessert haben. Und meine Freundin hat eine wesentlich reifere Haut als ich. Also da sind schon einige Fältchen gerade hier in dem Bereich mehr da. Das fand ich sehr spannend und deswegen muss ich auch echt sagen, hat mich das Serum hier sehr überzeugt. Und deswegen zeige ich euch das auch heute.
Bevor wir jetzt weitermachen mit meiner restlichen Hautpflege, das ist nämlich jetzt nicht mehr viel, was folgt, wollte ich euch einfach noch darauf hinweisen, wenn ihr jetzt Interesse habt an diesem Serum, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wenn ihr euch grundsätzlich die Produkte mal angucken wollt, ich verlinke euch alles in der Infobox. Wenn ihr bestellen wollt, ich habe einen Rabattcode für euch bekommen, über den ich mich sehr gefreut habe. Es gibt 20% Rabatt, wenn ihr meinen Code Flauschi20 nutzt. Ich verdiene an diesem Code nichts, das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr einen Rabattcode habt, mit dem ihr wirklich einfach sparen könnt. Zusätzlich gibt es auch noch Gesichtspatches, die schauen also so aus. Und die kennt ihr ja, also es sind die ganz normalen Gesichtspatches, die man eben unter die Augen, hier zwischen die Augen an die Zornesfalte oder hier oben auf die Stirn geben kann. Die haben auch nochmal einen richtig tollen Effekt. Das benutze ich sehr oft, wenn ich auf ein Event gehe oder wenn ich irgendwo besonders hin muss, wo ich besonders gut aussehen muss, sagen wir es mal so, wenn ich irgendwas vorhabe. Denn diese Patches haben also einen Soforteffekt bei so kleinen Mimikfalten in 15 Minuten. Das kann ich auch echt bestätigen. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt benutzt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch das kann ich euch, wie gesagt, empfehlen. Ebenso wie das Serum hier. Das Serum hat meine Freundin, wie gesagt, auch getestet. Ich kann nur Positives darüber berichten. Ihr wisst, ich empfehle euch nur Sachen, die ich wirklich guten Gewissens auch weiterempfehlen kann. Wie gesagt, wenn ihr Bock darauf habt, wenn ihr das bestellen wollt, nutzt meinen Code Flauschi20 und ihr könnt 20% sparen. Probiert das Serum gerne aus. Ich finde es richtig, richtig gut. Im Übrigen gibt es einen kostenfreien Versand bei After Inject. Das heißt, ihr zahlt keine Versandkosten und ihr habt ein 30-tägiges Rückgaberecht. Das bedeutet, wenn ihr nicht zufrieden seid und gebt das Produkt zurück, bekommt ihr also auch euer Geld zurück. Und ich finde, das spricht schon für eine Firma, denn das bedeutet nämlich, dass die so überzeugt sind von ihrem Produkt, dass sie nicht mit großartigen Retouren rechnen. Somit besteht für euch kein Risiko, denn auch angebrochene Produkte könnt ihr zurückgeben. Weiter geht's jetzt mit meiner Hautpflege, denn ich bin eigentlich schon fast am Ende. Denn jetzt benutze ich nach dem Toner und dem Serum einfach nur eine Hautpflege. Aktuell nehme ich eine von No Cosmetics, das ist nämlich der Hypersense Pink Power Cream. Schaut so aus, also ihr könnt sehen, ich habe die schon richtig durchgerockt, die ist fast leer, die Tube. Ich mag die momentan ganz gerne, weil die meine Haut schön pflegt und meine Haut auch sehr beruhigt. Also da sind sehr stark beruhigende Wirkstoffe drin, die einfach auch für eine sehr sensible Haut, für eine sehr gereizte Haut schnell funktionieren. Oh, und gerade so jetzt im Sommer mag ich das ganz gern. Und wie gesagt, die pflegt bei mir ausreichend. Und ist einfach so auch ganz soft dann auf der Haut, ohne dass ich da irgendwie Schwierigkeiten habe, dass es brennt oder dass irgendwie die Haut nicht genügend mit Feuchtigkeit versorgt wird, aber auch wieder nicht zu viel. Denn im Sommer habe ich dann nicht ganz so eine trockene Haut wie beispielsweise im Winter. Da kommt mir die Creme tatsächlich sehr gelegen. So, das war's dann nämlich auch schon mit meiner Hautpflege. Das ist vollkommen ausreichend. Alternativ gebe ich euch jetzt noch was mit in die Hand, was ich auch nutze, wenn ich auf jeden Fall rausgehe. Ich benutze nämlich Sonnenschutz, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Nutzt Sonnenschutz, gerade auch wenn ihr noch jung seid. Ich habe das früher nicht gemacht, ich habe das bereut. Ich habe wirklich so krass Pigmentflecken gehabt. Ich habe ewig gebraucht, um die wegzubekommen. Und trotzdem sind sie auch noch nicht vollständig weg. Ich habe überall auch Rötungen. Ich habe ganz viele Hautschäden durch Sonnenbrand, auch auf den Schultern etc. Ich habe mich, wie gesagt, früher nie eingecremt. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Cremt euch ein. Es ist ganz wichtig. Ich benutze momentan zwei verschiedene Sonnenschutz. Ganz gerne. Einmal hier die günstigere Variante. Die ist von Garnier. Das ist der Ombre Solaire Invisible Serum Super UV Schutz. Der hat einen Schutz von 50, das ist dieser hier, den mag ich ganz gern, das ist der, den ich auch oft schon aus der Drogerie nachgekauft habe, also den mag ich wirklich gerne. Alternativ hatte ich mir Anfang des Jahres einen Sonnenschutz gekauft, der ein bisschen hochpreisiger war, den habe ich aber irgendwo ganz günstig bekommen und aus dem Grund habe ich ihn gekauft. Ich mag den aber tatsächlich sehr gerne. Das ist von Isdin, der Photo Protector Fusion Water mit SPF 50 auch, genau, dieses Produkt hier. Der ist, wie gesagt, ein bisschen hochpreisiger, aber ich mag den auch gerne von der Konsistenz. Der zieht schnell ein, der liegt leicht auf der Haut, der ist nicht so speckig und ne, dass es dann so klebt und feucht und wenn man schwitzt drunter, nee, ist also alles nicht der Fall. Der zieht schnell ein, sitzt schön leicht und man merkt ihn gar nicht. Also das sind auch nochmal zwei Produkte, die ich dann eben, wie gesagt, benutze, sobald ich rausgehe und kann ich euch auch empfehlen, also solltet ihr nicht oft
Sonnenschutz verwenden. Könnt ihr euch das ja mal überlegen, ob ihr euch da nicht den ein oder anderen Sonnenschutz anschaut. Ich kann euch das nur empfehlen, macht das. So, ihr Lieben, und das war es tatsächlich mit meiner Hautpflege. Ihr habt gesehen, total abgespeckte Version, im Vergleich zu früher. Und aber das ist trotzdem vollkommen ausreichend. Ein Toner, ein Serum, eine Pflege und wie gesagt, bei Bedarf eben noch Sonnenschutz und das war's. Mehr braucht ihr nicht, mehr brauche ich nicht. Ich kann euch die Produkte, die ich euch heute gezeigt habe, auch echt nur empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf das Serum, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ich fand es sehr spannend und mir hat es sehr gut gefallen, dann schaut gerne bei After Inject vorbei. Nutzt auch gerne meinen Code FLAUSCHI20, um eben 20% sparen zu können. Ich kann es nur wiederholen, ich kann euch das Ganze echt empfehlen. Ich persönlich finde, das hat einen guten und einen sehr sichtbaren Effekt bei mir erzeugt. Meine Haut fühlt sich toll an und wie gesagt auch in Verbindung hier mit meinem RF-Gerät ein Traum. Das ergänzt sich richtig gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie bei euch die Hautpflege aktuell aussieht. Habt ihr auch eine abgespeckte Version oder benutzt ihr wirklich richtig gerne viele Serien und macht da eine richtige Celebration draus? Wie ist das bei euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie es euch so geht und wie eure Hautpflege momentan aussieht. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.